Das ist der DAX im 15-Minuten-Chart hier in der Kasse und wir sehen richtig schön nach oben. Gut, hinten flacht es ein bisschen ab, aber auf jeden Fall nach oben. Jetzt macht es hier einmal Klick. Und gleich was? Okay, und das ist der Dow Jones, in dem Fall der Future, damit wir auch jetzt um diese Uhrzeit schon Daten haben. Und wir sehen 15-Minuten-Chart auch und der geht leicht nach unten, beziehungsweise sogar einigermaßen mit Stärken. Also wir sehen Uneinigkeit an den Märkten. Wir sehen, dass der amerikanische Markt gar nicht so toll im Moment unterwegs ist, während der Dow Jones eigentlich hier nämlich Schwäche zeigt, ist der DAX noch ganz tapfer unterwegs. Womit müssen wir rechnen? Was ist das, was da ansteht? Das werde ich gleich mit Ihnen klären. Bevor ich das aber kläre, will ich noch mal Chemisusan fragen, was er denn für eine Idee hat für heute. Denn er hat immer viele Informationen. Die wollen wir natürlich gerne abfragen. Chemisusan, what is most important for us today? Und für diejenigen, die nicht Englisch sprechen, ich werde es gleich noch mal kurz übersetzen. Guten Tag. We have... it's one of those things when you do the same thing but different reaction. SOR on a marketing world is called stimulus organization response. And same stimulus does not really get you the same response all the time. So stimulus is dependent on a product or dependent on a situation. And that's what really happens today, as we have a lot of companies, U.S. companies, announcing their earnings. And at this point, before the market opens Wednesday in New York, we have a little bit of pressure coming in the market because of the Caterpillar announced their earnings and Boeing announced their earnings. Both, well, you kind of didn't really expect too much of a Boeing. I mean, not too many Boeing airplanes are flying, especially 737 Max. I mean, they're kind of staying on the ground for the moment. But they released a much bigger loss than we expected, and a Caterpillar is not really going anywhere. But, you know, when you're driving a Caterpillar, you're not really going anywhere too fast. But they missed the sales. And their ongoing expectation for the profit are not really too hot. And that's kind of pushing the Dow at this point, about taking away about 50 points from the Dow pre-market. We're expecting although they finished the high end of the market yesterday, the major US stock indexes, we're expecting them to come in a little bit lower today. I guess that's what happened on earnings. Season, and market expectation kind of changes from a little bit a bad report. Well, okay, that's all right. There's still room to buy, so we'll buy you. Greater earnings, and if the stocks are coming in at the record level, there aren't too many spaces to buy up the stocks, so thereby they go down. So, it's earning dependent, but then again. It's more to do with how the stocks comes into this timing, I guess, and timings are not really too good today. It seems like we are kind of heading down a little bit, and also we have ECB announcing their decision tomorrow. Some expect more of the rate cut. Some expect that to be happening in September, not this time. We'll see. In the meantime, I guess one of the things that the ECB must consider is FOMC next week. If they FOMC cuts 50 basis point, thereby lowering the dollar and make a euro looks higher. If ECB cuts tomorrow, ECB doesn't have that much of ammunition to get a euro lower, so they might be in a big trouble. So chances are they will just let go this time tomorrow and probably decide their decision in September, knowing what they have done at FOMC at the end of July. That might be a good idea, but the strategy doesn't really work with the central bankers, I guess, so we'll see how it goes. But we hit a euro dollar hit 111, lower half of the 111, lowest in about a month and a half at this point, so we'll see how it goes. Have a good trading. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Ich werde das nochmal schnell zusammenfassen. Sie haben es wahrscheinlich gehört. Und zwar die US-Aktien, die haben Daten, die im Moment veröffentlicht werden. Caterpillar, Boeing. Aber was ist da schon viel von zu erwarten? Im Gegenteil, eigentlich kann man
im Moment gar nicht drumherum, einfach kaufen, egal was passiert. Es ist vielleicht nicht das beste Timing, der Markt geht gerade runter. Ich habe es eben am Anfang schon gezeigt, in Amerika zumindest mal nicht wirklich die beste Situation, aber vielleicht ist das genau das Richtige, um dann nochmal einzukaufen. Denn was wir sehen ist, dass der Markt einfach zu feige ist, die Abwärtsseite zu spielen. Er drückt einfach weiter nach oben und kommt da eigentlich nicht drumherum. Trotz alledem ist ein wichtiger Punkt natürlich morgen die Zinsentscheidung der Fed, so sagt er, denn dort geht es darum, wird gesenkt, ja oder nein? Nein, nicht der Fed, der EZB, was erzähle ich? Die Fed ist erst nächste Woche dran. Das wird aber auch nochmal spannend, ob da nämlich ein halbes oder nur ein Viertelpunkt gesenkt wird. Und das kann sein, dass die EZB eben morgen sagt, wir halten uns nochmal bedeckt und wir machen erst im September was als Antwort dann auf das, was die Fed macht, um eben das Ungleichgewicht dann zwischen Euro und Dollar dann wieder herzustellen. Das wäre zumindest mal eine Idee. Aber ob die Notenbanker so logisch denken, das werden wir dann mal sehen. Für heute also müssen wir ein bisschen wechselnd mitrechnen. Also es ist nicht so ganz klar, wohin das Ganze führt. Wir sind noch nicht so richtig auf der bullischen Seite, was den amerikanischen Markt angeht. Im Gegenteil, da sind so ein bisschen die Dynamiken auf der Abwärtsseite. Der DAX, der hingegen, ist so schön gelaufen. Auch der bräuchte jetzt mal einen Rücksetzer. Und deshalb gehe ich mal davon aus, haben wir heute die besten Chancen für abwärts. Und deshalb machen wir jetzt das Schlussbild und sagen alle mal, es geht runter. Runter. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.